Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Lösbarkeit von linearen Gleichungssystemen. Ihr seht hier oben drei lineare Gleichungssysteme und ich habe passend dazu mit meinem Geometrieprogramm bereits die Graphen eingezeichnet. Das sind drei Fälle, die zumindest zwei Spezialfälle sind und damit insgesamt die drei möglichen Fälle ergeben. War ein bisschen kompliziert, aber es heißt im Endeffekt, wir haben drei Möglichkeiten, wie eben so eine Lösungsmenge ausschaut und das werden wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Was steckt hinter diesen besonderen Gleichungssystemen und woran kann man das erkennen? Los geht's! Wir nehmen uns mal das erste Gleichungssystem hier vor. Denn da sehen wir ja die Gerade G und die Gerade H. Und was wir auch sehen, die sind parallel zueinander. Das heißt, wir können die gar nicht lösen. Wir suchen doch normalerweise immer nach einem Schnittpunkt, um ein Gleichungssystem zu lösen. Und bei parallelen Geraden ist es doch so, dass die sich nie schneiden. Und dementsprechend haben wir hier auch keine Lösung. Das heißt, die Lösungsmenge ist in dem Fall die leere Menge. Und da müssen wir uns jetzt natürlich überlegen, woran hätten wir das denn vorher schon erkennen können? Na ganz klar, wir haben das ja auch schon gelernt bei den linearen Funktionen. Wenn die Steigung identisch ist, also in dem Fall die Steigung 0,5, dann sind sie ja parallel. Natürlich muss dann noch der Achsenabschnitt unterschiedlich sein. Hier minus 0,5 und hier 1, sodass sie auch einen Abstand haben. Also das heißt, wenn Sie dieselbe Steigung haben, aber eben durch einen unterschiedlichen Y-Achsenabschnitt gehen, dann sind sie parallel, so hätten wir das an der Geradengleichung erkennen können, aber man sieht es natürlich ganz gut am Graphen. Und dementsprechend müssten wir, wenn wir es nicht zeichnen wollen, einfach nur die Geradengleichungen anschauen. Selbe Steigung und die Achsenabschnitte sind unterschiedlich, damit würde dann heißen, keine Lösung und ich bräuchte gar nicht erst zu zeichnen anfangen. Dann gibt es diese Möglichkeit hier, da werdet ihr euch fragen, hä, wo ist denn hier die zweite Gerade und man sieht es eigentlich ganz genau, G und H ist schon eingezeichnet und wenn man genau hinschaut, ist es nicht ganz blau und nicht ganz grün, weil das vermischt sich. Das heißt, hier liegen die Geradengleichungen oder die Geraden, die Graphen liegen übereinander, das heißt, die sind identisch und wenn man das mal genauer anschaut, wenn man nämlich hier die Klammer auflöst, 0,5 mal x gibt 0,5x, 0,5x mal minus 0,5 mal minus 2 gibt minus 1, minus 1 plus 2 gibt plus 1. Das heißt, wenn man hier die Klammer auflöst und zusammenfasst, kommt die identische Geradengleichung raus und dementsprechend müssen natürlich auch die Graphen identisch sein. Und was passiert hier? Die Frage bei einem linearen Gleichungssystem ist ja immer, was ist die Lösung? Wie ist der Schnittpunkt? Und in dem Fall sind es einfach unendlich viele Lösungen, denn es gibt unendlich viele Schnittpunkte kann man nicht sagen, weil Schnittpunkt ist ja eigentlich, zwei Geraden treffen sich. Hier gibt es unendlich viele Punkte, für die diese Geraden zusammenpassen, also die gleichzeitig gelten. Und jetzt ist es ein bisschen kompliziert mit der Schreibweise. Die Lösungsmenge sind alle Punktemengen, also alle XYs. Das kennt ihr eben mit der Punktschreibweise, normalerweise mit 2 und 1. Aber hier müssen wir es ja eben für alle Punkte machen, für alle Punkte X und Y, für die gilt y ist gleich 0,5x plus 1. Das heißt, sobald diese Geradengleichung erfüllt ist, y gleich 0,5x plus 1, was ja auch die zweite ist, dann gibt es eben unendlich viele x und ys. Bedingung eben, die müssen auf der Geraden liegen. Also alle Punkte, die auf der Geraden liegen, könnte man das auch übersetzen. Und woran erkennt man das? Na klar, die Steigung ist identisch und im Vergleich zu dem, was wir davor hatten, ist jetzt auch der Achsenabschnitt identisch. Das heißt, die Geradengleichung ist identisch. Das sind die zwei besonderen Fälle und den Fall, den wir auch schon kennen, nämlich dass einfach nur eine Gerade G die Gerade H schneidet, das bedeutet eine Lösung. Und die Lösungsmenge, das habt ihr auch schon kennengelernt, ist dann eben ein Zahlenpaar 2 und 1. Also hier gibt es keine Lösung, hier gibt es unendlich viele Lösungen, Bedingungen, sie liegen auf der Geraden und hier gibt es eben nur diese eine Lösung. Und woran hätten wir das hier erkennen können? Nun, ganz einfach, die Steigung ist eben nicht gleich. Was sein kann, ist, dass der Achsenabschnitt gleich ist. Denn theoretisch, wenn wir das jetzt nach oben verschieben, kann ja der Schnittpunkt auch auf der Achse liegen. Das heißt, über T wollen wir hier keine Aussage machen. T kann gleich sein, muss aber nicht. Und dementsprechend können wir aber an einem Gleichungssystem sofort erkennen, ob sie sich schneiden oder nicht. Nämlich dann, wenn die Steigungen nicht identisch sind, dann gibt es eine Lösung. Sind die Steigungen identisch, müssen wir nochmal genau hinschauen. Heute haben wir also gelernt,
wie man erkennen kann, welche Lösung am Schluss rauskommt. Also grafisch ist es gar kein Problem. Wenn ich sehe, die sind parallel oder identisch, dann weiß ich natürlich, was die Lösungsmenge ist. Aber es wird auch darauf ankommen, dass wir vielleicht vorab an den Gleichungssystemen ohne Zeichnung schon erkennen können. Und da ist es eben wichtig, auf die Steigungen zu schauen und auf den Achsenabschnitt zu schauen. Und dann wissen wir mehr. Jetzt wünsche ich euch noch viel Erfolg und viel Spaß in der nächsten Mathestunde. Tschüss!